Recht herzlich willkommen zur 168. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs und wollen schauen, dass wir hier noch was hinkriegen. Wir hatten letztes Mal alles durchgeguckt, wollten jetzt gucken, wie die Buslinien so am Laufen sind. Ne? Genau, das war so unser Ziel. Das machen wir dann mal. Ganzen Stadtbusse angucken, wie so die Zahlen jetzt sind. Also da fahren zwei drauf. Einer davon ist gerade leer. Der untere fährt plus, der obere fährt kein plus. Jetzt ist die Frage, wo ist das? Achso, der fährt, glaube ich, die Gäste vom Rathaus. Nee, warte mal, wie war das denn? Gucken wir mal, Details war verkehrt. Statistik war richtig. Profit sieht so aus, Beförderung sieht so aus. Ja, sind ja welche da, ne? Einnahmen. Gab's auch mal viel. Betriebskosten. Ist nicht so viele. Freikapazitäten sind viele, ne? Also. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich wollte das hier schließen. Warte mal, wo ist er denn jetzt? Da ist er jetzt, in Adenau. Ja, wir müssen die Linie angucken und dann gucken, wie wir da drauf sind, ne? So ist er hier offen. Warte mal, 197 Passagiere. Jetzt hat er 4 Passagiere. Es fährt nur noch einer. Und der andere ist nicht voll. Jetzt fährt er raus zum Geflügelhof. Das war da unten. 5, 13, achso, warte mal, wir müssen auch mal den zweiten gucken. 47, 38, ne, 30, 13, 5 und einer. Ich glaube, den machen wir nicht laden und schicken den weg, damit der andere voll wird, ne? Das hatte der Michael ja schon geschrieben, dass es besser ist, nicht zwei Busse drauf zu haben, sondern nur einen. Das müssen wir dann mal gucken. So, dann können wir aber schon den nächsten anschauen. Das ist aber ein Stadtbus, Rathaus, Paulusstraße. Okay. Das ist die Frage. Wir haben den mal eingemacht, damit die Bushaltestelle leer wird. Das war Süd. Ist hier die Paulusstraße wieder drin? Das ist die Frage. Ja, ist sie. Da stehen 68 Passagiere, deswegen war der da. Hm. 195 Passagiere wollen zur Paulusstraße. Das würde bedeuten, den kannst du starten lassen. Für eine Runde. Nein, lass den mal dann offen hier unten rechts gerade. So, der ist nicht laden und der kann dann an der außen muss dann verkaufen, der ist ja noch okay, den fahren wir ins Depot. Dann ist der dann gleich da. So, hier ist alles grün. Sogar schwarze Zahlen angeblich fährt er, aber sah jetzt nicht so aus. Wie viel hat denn der Sitzplätze? 54, noch mehr wie der andere. Dafür ist er ein bisschen teurer unterwegs, aber das soll alles gut sein. 6, 7, keine, 3. Fährt miese ein, aber der fährt ja für die anderen das ein. Jetzt haben wir das Falsche zugemacht. Ost. Keine, 14, 3. Fährt miese ein.
Jetzt habe ich es wieder zugemacht, ne? Es läuft, oder? Auch miese. Waldweghafen. Da müssen wir nochmal gucken, wer da wohin will. 1555. Das ist okay. Keiner. 63, 20, 63, 4. Das ist auch okay. Das ist 28, keiner. 89. Das ist die Bushaltestelle Kindergarten. Ja, das ist ja, haben wir schon wieder falsch gemacht. Obwohl, warte mal. Lauter Kindergarten. Lauter Mittelgebirgs. Lauter Kindergarten. Da passt was mit der Linie nicht. Da ist ein Halt zu wenig zwischen. Und da ist der Halt. So, Kindergarten. Mittelgebirgsrathaus, Kindergarten, Moosgasse, Kindergarten, Helmgasse, hier zwischen fehlt da. Was ist das? Ah, das hatten wir da, weil der hier einmal fahren soll, ne? Jetzt hat er nur eine 18. Lass mal noch einmal hin und her fahren, gucken wir gleich nochmal drauf. Und hier hatten wir jetzt Linie ändern müssen wir machen. Und da müssen wir einfügen machen und hoffen, dass das dann der richtige ist. Ja, ist ja drüber gemacht. Gut. So, das sollte funktionieren dann. In die Zukunft. 35, 31, 98. Ja, die kommen da nicht weg, weil das da vorher nicht ab. Der war hier schon voll und dann, ne? Kamen die dann nicht weg. So, jetzt läuft das besser. Und ich würde, da sie beide voll sind, würde ich das da auch mit beiden Bussen lassen. So, 26, 10, 30, 11, 10. Das kann so bleiben. Ost. Ja, 58, 58. 599. Da im Rathaus ist irgendwas noch faul. Da ist überhaupt was faul. Da sind 65. Da sind 59. Da sind die 599. Ich glaube, auch wenn... Ich mache da noch einen Bus drauf. Das sieht ganz danach aus, als ob das gehen würde. Und der fährt Radolfzell Ost. Gut. So starten müssen wir den auch noch, ne? Dann passt das. Und ich glaube, der andere fährt immer voll. Der kriegt die nicht alle weg. Außer hier. Aber das ist dann auch egal. So, jetzt müssen wir noch hier gucken. Wo wollen die denn alle hin? Über Radolfzell-Lilienthalstraße. Radolfzell-Konrad-Adenauer. Radolfzell-Seebacher Allee. Ja. Alles Radolfzell. Alles intern. Ja, das ist halt so. Aber wir machen ja einen zweiten, haben da jetzt einen zweiten Bus drauf. Vielleicht wird es dann auch besser. Müssen wir dann mal gucken. Dann ist das erstmal behoben, würde ich sagen. Das lassen wir erstmal so laufen. Dann haben wir hier noch Rathaus, Bahnhof. Ach so, das war sogar noch ein extra Bus da schon drin. Okay. Der bringt die alle zum Bahnhof. Waren denn da die alle, dass die zum Bahnhof wollten? Ja, überdingens, das war genau, das war das mit dem Bahnhof. Passt also. Der ist der Bahnhofsbus, der fährt ja auch nur noch in eine Richtung, wie wir gerade gesehen hatten, viele drinne. Radolfzell West. Einer, 93, 15, 96, 4, 5, ja, lassen wir so.
So, dann nochmal Riedenburg. Rathaus. Keine, zwei. Okay, die anderen wollen woanders hin. Und das ist best. Rathaus, 6, keine, 22, 9, 5, okay. Hier haben wir 41 und 20. Hier haben wir 11, 29 und 9. Flote wird sogar plus gemacht, 19, 43. Und Süd macht 29, 55 und läuft auch gut. Hier haben wir noch Waldeck, Bahnhof, Rathaus. Da haben wir einen rausgenommen, weil da so viel ist, oder was? Die wollen alle zum Bahnhof, oder wie? Hm. 183 Passagiere. Und wir bringen die zum Bahnhof. Ostdeutsches Rathaus. Da ist es. 19, okay. Waren die anderen dann dahin oder werden die anders abgeholt? Wahrscheinlich anders abgeholt, ne? Lilienstraße, Charles Darwin Allee. Hier ist keine Lilien. Doch, da ist die Charles Darwin bei, okay. Die fahren dann wahrscheinlich auch mit einem anderen Bus. Hier ist dann die Lilienstraße wahrscheinlich bei. Nee. Quecksilber, da ist die Lilienstraße auch, okay. Ist jetzt die Frage, ob der dann noch was bringt, ne? Aber er fährt jetzt mit zig Leuten dahin. Weil der Grabenallee. Also er fährt definitiv ja schon mal plus ein. Und das Rathaus war hier, ne? Ah, dann lassen wir das mal so. Passt schon. Okay, der hier hat jetzt gerade abgeliefert, oder wie? Ne, liefert gerade ab, oder? Fährt mit 0 zurück. Dann fährt er jetzt erst wieder ins Depot. Der hat seine Schuldigkeit getan. Gut. Hier fahren noch welche lang. Ist voll. Adolfzell Ost war das, okay. Läuft, würde ich sagen. Soweit, so gut. Ja, jetzt müsste man die anderen alle angucken, die da noch sind, außer die Stadtbusse jetzt, ne? Aber ich sehe schon, das ist die nächste Aufgabe dann für die nächste Folge, ne? So, das hier sind Busse. Radolfzell, Adenau. Sperrt schwarze Zahlen. Fahren alle schwarze Zahlen bis auf der Post. War, obwohl der auch schwarze Zahlen für Post ist, das ja auch super. Backwaren laufen. Brauerei Markt. Ja, zum Markt verkaufen, ne? Wo sind denn die? Die stehen da ja. Das bedeutet doch eigentlich. So, das war der. Zum Depot mit dem, ne? Braucht doch sowieso gerade keiner, oder? Ist ja noch einer drauf, ne? Den auch zum Depot. Und den, der noch fährt, den lassen wir jetzt auch mal gerade fahren, oder? Also sowieso nur Marktplatz hin und her, ne? Holt er was wieder? Das ist die Frage. Lass mal gerade einmal fahren. Gucken wir uns gerade noch an. Aber das war's dann auch erstmal schon. Wir sind bei der Brauerei Markt unterwegs gewesen. Das müssen wir uns für die nächste Folge merken dann. Der ist angekommen. Und dann müssen wir mal gerade, zack,
schneller gucken und der fährt wieder leer zurück. Alles klar, dann kann der noch weiter warten, dann passt das schon. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt bestimmt schon ein Abo und werdet euch bestimmt einen Daumen hoch geben, weil euch die Folge so toll gefallen hat. Und dann war es natürlich auch noch so, dass ihr die Glocke angemacht habt, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.